inequality, more problems. Wir brauchen Umverteilung jetzt. Wir müssen Geld in das System reinbekommen. Und ich denke, da sollten wir auch an einem Strang ziehen. Nur ich bin kein Idiot, ich bin ein Realist. Und als Realist muss man sagen, die Hoffnung stirbt gerade jetzt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf verschiedenen Feldern aktiv werden müssen. Wenn man sich das Ausmaß an Ungleichheit und die Dimension der Einkommensunterschiede in verschiedenen Ländern anschaut, lassen sich die negativen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben ganz klar erkennen. Die Menschen vertrauen sich weniger, es gibt mehr Gewalt und psychische Krankheiten. Aufgrund der größeren Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich in einem Land gibt es viele Aspekte, die sich verschlechtern. Für mich ist auch ganz richtig wichtig und wunderbar, dass es nicht einfach ein nationaler Kongress ist, sondern dass er transnational stattfindet. Wir haben eine wachsende Wirtschaft, eine erfolgreiche Wirtschaft und trotzdem wachsende Armut. Das ist eine Paradoxie, die es eigentlich nicht geben dürfte. Und dann geht das an die Lebensqualität, wenn in meiner Stadt Schwimmbäder schließen, Busse unbezahlbar werden, die Gebühren für die Kindertagesstätte steigen, Stadtteilbibliotheken nicht mehr aufrechterhalten können. Armut ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber Armut verteilt sich auch innerhalb der Gesamtgesellschaft ungerecht. Vor allen Dingen Menschen mit Besonderheiten, sage ich jetzt mal, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung sind dann noch stärker von betroffen und das muss ein Ende haben. Muss man sagen, dass die Arbeitslosenquote für Menschen mit Behinderung grundsätzlich im Zeitverlauf der letzten 10 Jahre immer signifikant höher war als bei der Gesamtbevölkerung. Man kann auf jeden Fall versuchen, was persönlich für sich auch einfach mitzunehmen. Ich denke, wenn man einfach so weitergeht in diesem System, dann passiert halt auch nichts und dann ändert sich halt auch nichts. Man muss sich das ganz klar machen, über den Reichtum in Deutschland weiß man nichts. Da verschwinden Billionen aus der Statistik. Nicht Milliarden, sondern Billionen. Die Langzeitarbeitslosen, die sind ganz unten am Boden. Die Diskussion um Umverteilen hat inzwischen breite gesellschaftliche Kreise erreicht. Wir wissen aus Umfragen, dass so um die 70% der Bevölkerung sagen, ja, es besteht eine große Gerechtigkeitslücke. Ein gigantisch großes Vermögen in wenigen Händen. Am 14.09. werden wir in Bochum eine große Abschlusskundgebung für unser Bündnis Umverteilen machen. Wir werden dort nochmal deutlich machen, dass wir viele sind, die mittlerweile eingesehen haben, dass wir in Deutschland Geld tatsächlich in die Hand nehmen müssen, um diesen guten Sozialstaat weiter zu finanzieren. Und dazu brauchen alle Beteiligten und auch wir einen langen Atem. Aber ich glaube, auch der Spirit der Konferenz, des Kongresses war so, dass der lange Atem da ist. Kommt gut nach Hause und auf einen bunten Sommer, liebe Freundinnen und Freunde. Auf geht's!